Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es nach langer Zeit endlich mal wieder eine Speed-Retusche zu sehen. Aber bevor es losgeht, möchte ich mich noch bei euch bedanken für euer tolles Feedback zu den letzten Videos. Denn natürlich macht die Arbeit hier am YouTube-Kanal am meisten Spaß, wenn die Videos auch bei euch ankommen. Ich freue mich über jeden, der mich unterstützen möchte und mir ein Like und ein Abo dalässt. Außerdem möchte ich euch auch nochmal an meine aktuelle Foto-Challenge zum Thema Mein bester Freund und ich erinnern. Ihr habt noch bis zum Ende des Monats Zeit, passende Bilder einzureichen, und zwar entweder auf Instagram unter dem Hashtag ChallengeWiebke, mein bester Freund, oder auf Facebook in meiner Pferdefotogruppe Pferdefotografie lernen und zeigen im entsprechenden Album. Den Link gibt's unten in der Videobeschreibung. Natürlich werden auch dieses Mal wieder die besten Bilder hier auf diesem Kanal vorgestellt. Und zwar nicht nur von mir, sondern die liebe Alexandra Ewang, die wird mir dabei helfen und dieses Mal sogar den Gewinn sponsern. Mitmachen lohnt sich also. Jetzt aber zum Thema des heutigen Videos. Ich habe diesen schicken Friesenhengst bearbeitet und musste mich zugegebenermaßen ganz schön durch den Zaun fummeln. Und außerdem hatte ich einige Probleme mit irgendwelchen Bugs in Photoshop zu kämpfen, sodass ich hin und wieder mal das Programm schließen musste bzw. mein Grafiktablett neu starten musste. So ganz fertig ist das Bild vom Farblook her auch noch nicht. Das werde ich mir wahrscheinlich erst in der nächsten Zeit anschauen, wenn ich das Bild auf Instagram hochgeladen habe. Denn ein kleiner Tipp von mir ist es, die Bilder wirklich auch mal auf Instagram mit diesen manuellen Reglern, die Instagram da zur Verfügung stellt, zu bearbeiten. Die sind nämlich sehr simpel, aber machen einen wirklich guten Job. Da hole ich mir manchmal nochmal eine kleine Farbinspiration dazu, sodass das Bild dann quasi nochmal, nachdem es auf Instagram erschienen ist, in Photoshop angefasst wird und beendet wird von mir. Natürlich ist eine Speed-Retusche nur ein Einblick in meine Bildbearbeitung, auch wenn ich wirklich jeden Schritt drin gelassen habe. Aber wer genau wissen will, und zwar in Echtzeit, was ich wann, wie und warum mache, für den ist mein Videokurs Bildbearbeitung für Tierfotografen genau das Richtige. Den Link dazu gibt's auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim ASMR für die Augen. And it's all you and me. We'll kiss the sky.
I'm miles above you.